Der Schatz im Hügel der Fatima. Im Herbst 1229 landeten die Truppen des Königs Jakob I. auf Mallorca. Sie zogen langsam vom Westen her auf die Stadt Palma zu. In seinem Palast La Almudaina organisierte der damals herrschende maurische Fürst Wali Abu Yahya den Widerstand. Er fürchtete um sein Land und seine Leute. Fatima, seine älteste Tochter, stand kurz vor ihrer Heirat mit einem reichen muslimischen Edelmann. Sie hatte schon ihre Aussteuer vorbereitet. Juwelen und Schätze, wohl verwahrt in schönen Koffern. Um seine Tochter zu schützen, beschloss der Wali, sie bis zum Tag des Sieges in der Einsamkeit der Berge der Serra de Tramuntana zu verstecken. Ihr Verlobter begleitete sie zu einer Höhle, die sich am Fuß eines Hügels öffnete, in der Nähe des heutigen Städtchens Puig Ponent. Dort brachte Fatima traurig die kalten Wintertage zu, indem sie ihren Zofen Geschichten erzählte und sich die Juwelen ihres Brautschatzes anlegte. Am 31. Dezember, kurz nach der Wintersonnenwende, war bis in die Höhle hinein der Lärm der Schlacht zu hören, in der die Mauern von Madinat Mallorca fielen. Fatima erahnte die Niederlage und stieß einen so schrecklichen Schrei aus, dass der Eingang zur Höhle einstürzte und die schöne Maurenprinzessin im Berg begrub. Man sagt, dass sich in jeder Mittsommernacht genau um Mitternacht die Höhle öffnet und ein goldener Bulle herauskommt, der den Hügel 7-mal umkreist. Wenn ihm jemand geweihtes Brot gäbe und eine brennende Kerze auf jedes Horn stellen würde, würde der Bulle zerbersten. Der Berg würde sich öffnen und wir könnten den...